Herzlich willkommen bei Endlich Selbstversorger. Hey, hey. Ja, es kaum zu glauben, es ist schon ein Jahr her, dass ich auf YouTube den ersten Film veröffentlicht habe. Es war genau am 27.10.2019. Also es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, dass ich den Veröffentlich-Button in YouTube gedrückt habe. Mir hat ganz schön das Herz geklopft, das weiß ich noch. Und ich wollte mich im Erdkeller verstecken. Das habe ich aber dann doch nicht gemacht, weil ich viel zu neugierig auf die Kommentare war. Und da habe ich dann gelesen, ja, der Film ist ganz schön, aber es wäre vielleicht ganz gut mit Musik. Und dann dachte ich, naja, ich habe doch die Musik drauf gespeichert. Soll man hier einen Lautsprecher anmachen? Aber es war wirklich so. Ich hatte die Musik zwar eigentlich drauf gemacht, aber ich habe vergessen, den ganzen Film mit Musik abzuspeichern. Also schweißgebadet habe ich den Film dann nochmal hochgeladen. Der hieß Leben mitten im Wald als Selbstversorger. Ja, schuld daran, dass ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, war eigentlich Nadine Hertel von der Selbstversorgerfamilie in Schweden. Sie hat mir ihre Ziegen angeboten. Wir haben uns damals kennengelernt über Instagram und sie meinte, die Ziegen hätten es doch bei mir recht gut und bei ihnen würden sie dann nicht die Bäume abfressen. So gesagt, getan. Ich bin dann zu Nadine gefahren, war ist ein ziemlich langer Weg von mir gewesen zu denen. Und dann habe ich dort übernachtet und am Abend haben wir halt eben noch viel gesprochen, ob es denn eine gute Idee wäre, ob sich die Leute dafür interessieren würden, dass eine Frau mitten im Wald alleine mit Ziegen und Hühnern und Katzen lebt. Und weil ich gerade mal da war, da hat dann gleich noch ein Kaffeekränzchen der Ziegenfrauen gemacht. Den Film verlinke ich auch unten in der Beschreibung. Als ich mich entschieden habe, diesen Kanal zu machen, habe ich mir vorgenommen, ich ziehe das jetzt ein Jahr lang durch, egal wie es ausgeht, wie viel Kritik ich geht oder wie schlecht es läuft. Aber ich muss sagen, also es ist wirklich gut gelaufen. Also ich habe super nette Kommentare von euch bekommen, viel Motivation auch von meinen Freunden. Und jetzt sind es knapp 1600 Abonnenten innerhalb von einem Jahr. Also es ging wirklich sehr gut. Und ja, die Frage, ob sich das lohnt mit YouTube, das ist dann genauso die Frage, ob sich das lohnt mit Selbstversorgung. Klar, wenn ich diese billigsten Lebensmittel kaufe und das vergleiche mit der Arbeitszeit und mit den Futterkosten, dann lohnt sich das natürlich nicht. Aber es zählt ja die Qualität. Also für mich ist wichtig der Geschmack und dass es den Tieren gut geht, dass die Tiere mit Respekt behandelt worden sind. Und so geht es mir eigentlich auch mit dem Kanal. Also ich muss sagen, YouTube gibt mir sehr viel, vor allen Dingen ihr gebt mir sehr viel mit euren Kommentaren und Motivation und Tipps. Also mir macht das Ganze sehr Spaß. Also auch die Kommunikation und das Filme machen selbst macht mir wirklich Spaß und ich werde es jetzt weitermachen, solange eben wie mir es Spaß macht und solange ich es halt eben kann, zeitlich gesehen. Es frisst viel Zeit auf, also in der Zeit könnte ich wirklich viele Hochbeete bauen oder ganz viel Holz hacken. Aber trotzdem, ich will es jetzt erstmal weitermachen, solange es mir halt eben gut gefällt. Ja, eigentlich hätte ich noch viel mehr erzählt, aber leider war die Speicherkarte voll. Ich wollte nämlich erzählen, was in diesem Film vorkommt. Ich werde die Höhepunkte von diesem Jahr zeigen, aber nicht unbedingt filmmäßig, weil mir ist das erste Laptop kaputt gegangen und somit auch viele Filme verschwunden. Sondern eure Kommentare, die verschwinden ja nicht, die sind immer im YouTube gespeichert und ich habe mir jetzt die schönsten, positiv wie negativ und interessantesten herausgeschrieben und werde sie in diesem Film posten. Und den dazugehörigen Film kann man dann oben eingeblendet sehen in der Infobox. Natürlich seht ihr jetzt nicht nur die Kommentare, sondern auch eben Bilder, aber es sind halt eben leider nicht die Höhepunkte, sondern einfach das, was ich noch übrig habe. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem YouTube-Jahresrückblick. Radarkamera.
runter von meinem Feeling, sonst gibt es auf die Ohren. Aber ganz schnell. Räuber, Räuber. Kannst du schon fahren. Thank you.
Der nächste Film heißt dann Der Unterschied zwischen Schweden und Deutschland. Also es werden einige Punkte aufgenommen. Das ist auch eine gute Anregung von einem Kommentar von euch gewesen. Wie gesagt, wenn euch Selbstversorgen und das Schweden-Thema interessiert, dann drückt auf den Abo-Knopf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.